Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Partie Athanos Gemetzel. Ich weiß jetzt nicht, auf jeden Fall sind wir hier am Friedhof. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr 100% sicher, ob das Lord Sintrams Grab war. Da wir schon in... Oh, da hinten sind Digge. Oh, leck mich am Arsch. Da sind auf jeden Fall... Da sollten wir mit vollem Leben hinein marschieren. Ja, wir haben viel zu viele Elixiere der Heilung. Die sind, ja gut, ich meine, die können wir, die hätte ich vielleicht eher mal benutzen sollen. Als unsere, als die reinen Lebensenergie-Tränke. Allerdings müssen wir davon immer ein paar runterhämmern. Da die ja nicht so viel bringen für uns. Also reine Lebensenergie ist eigentlich das Perfekte, weil da kann es eigentlich egal sein, wie viel Leben man hat. Müssen wir mal gucken. Liegt da irgendwas im... Ne. So, erstmal gucken, nicht, dass uns irgendwas Böses von hinten überrascht. Ja, was los, Jungs? Ah, apropos böse Überraschung. Sowas wie der hier zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel für eine böse Überraschung. Ein untoter Ork. Nicht weiter stark, aber auf jeden Fall nervtötend. Das kann man so schon mal festhalten. So, Basuf, jetzt müssen wir mal gucken. Dass hier alles befreit ist von Unkraut. Ja. Ein Unkraut ist der größte Feind des Gärtners. Und Roland ist Hobbygärtner, deswegen ist das wichtig für den. Liegt da was? Nee, nix. Doch nicht. Dachte, da liegt was. So, davon haben wir jetzt zwei oder drei Knochenkrieger, je nachdem wie gut wir uns oder wie dumm wir uns anstellen. Ich würde ja am liebsten einen aus der Entfernung wegballern. Und da oben sind auch Knochen. Man leckt mich am Arsch, ist ja wieder was los. Mann, sieht das dämlich aus. Halt, nein, das sind meine Pfeile. Das verballert die nicht, Mann. Der Weg ist halt mehr geschickt als ich. Im Fernkampf duellieren haben wir auch noch nicht so oft gemacht. Ach, zieht mich an, das juckt mich gar nicht. Da könnt ihr sehen, der Schutz vor Drachenfeuer, da guckt der der Knochenmagier richtig dumm in die Wäsche. Weil es ist höchstens ein Schaden, mach schon mal kurz gucken. Falsche Taste. 1489. Da heilt er sich! So ein Drecksack! Ich wollte gerade was testen. Halt. Das macht uns gar keinen Schaden. Da hielt er sich, der Pisser. Ich fasse es nicht. Jetzt treffen wir ihn irgendwie nicht mehr. Da ist ein untoter Ritter. Okay. Auf jeden Fall Vorsicht walten lassen. Zwei untote Ritter. Jetzt kassiert er wieder. Diesmal wird nicht geheilt, Kollege. Jetzt geht er mal endlich drauf. Ich glaube, wir brauchen echt ein bisschen Geschicklichkeit, gell? Das ist ja langsam echt so doof. Hallo. Ja, genau. Und jetzt noch... Nein, nicht heilen. Böse. Ja, schon besser. So. Und jetzt nochmal ganz kurz. Okay, 30 Pfeile kriegen wir wieder zurück. Vielleicht geht die Rechnung dann auf. Knochenmagier. Nee, doch Magier. Untote Ritter. Knochenkrieger. Wird jetzt gleich spaßig. Achtung. Entweder gehe ich direkt instant drauf.
Oder die sind alle tot. So, Jungs, Spaß, Spaß, Spaß. Kommt doch alle her. Oh, da wird er gastisch, hä? Kommt doch her, was ist los? Boah, ich bin ganz so dumm, die Röhre zu gucken. So, war schon mal ganz erfolgreich. Da hinten ist allerdings noch ein bisschen mehr Zeugs. Uff, uff, uff. Da ist vor allem wirklich ein bisschen was. Und da, ja, der weiß, der schießt noch auf uns. Juckt mich aber gar nicht. Also ein bisschen vielleicht. Da ist sind sogar zwei Arschgeigen. Ist wieder um was anderes. Okay, war jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig von meiner Seite aus. Los, übernehmt mal kurz. Ich muss healen. Was? Ihr sollt übernehmen, hab ich gesagt. Nein! Jetzt knüppelt den doch mal. Nein! Verpiss dich! Wo ist die Heilung? Uiuiui. Jetzt töte den anderen auch noch, los! Danke, Jungs. Danke euch. Geh doch. Huh. Hab dann geknüppelt. Also die Armee der Finsternis ist echt stärker als eigentlich, ne, als man denkt. Auf jeden Fall. Ja, zwar nicht die, die Skelettkrieger, klar, die sind kacke. Warum ist denn der gerade umgekippt? Ach so, jetzt sacken sie alle ein. Ach so, alles klar. So, waren hier aber nicht zwei Skelettkrieger? Da kippen alle meine Jungs um. Heilige Scheiße, das war ja wieder ein Erlebnis. Allerdings waren hier doch... Ich pack direkt mal hier meinen Sensor aus, der ja eingebaut ist in meinem Bogen. Und da sieht man rundherum alle Gegner in der Nähe. So, da sind Golems. Idee wäre, wie viele Armeen der Finsternis haben wir denn eigentlich noch? Jetzt klingt so dämlich, aber wie viele Armeen der Finsternis habe ich noch so auf Tasche? Ich kämpfe zwar quasi gegen die Armee der Finsternis, aber ich mache einfach meine eigene 13, also das ist eigentlich eine gute Zahl. Und was war auch noch Eisblock dabei, Feuerregen 9, okay, und Untote vernichten könnten wir eigentlich auch mal machen. Packe ich mal mit in die Schnellauswahl. Dorf Arthanus. Ja, der Feuerkelch bringt uns eh nichts, der hat gegen die keine große Wirkung. Mittlere Heilung haben wir noch ein paar mehr. Große Wundheilung haben wir auf jeden Fall ein bisschen. Böses Vernichten haben wir auch noch am Start. Ich glaube, Böses Vernichten brauche ich eher gegen die. Böses Vertreiben. Da können wir noch ein bisschen was beschwören, ansonsten nur noch Rotze. Ich glaube, wir brauchen eher Böses Vernichten. Ich glaube, Untote bringt nur was gegen... Ja gut, die sind aber auch alle untot eigentlich, also... Pff. Also alle bis auf... jetzt die Golems, klar. Das können wir mal probieren. Nehmen wir erstmal die Jungs mit. Meine eigenen Leute getroffen.
Jawohl, perfekt. Sehr schön. Ach Gott, ist es einfach. Jetzt ganz schön hoch, ganz schön, ganz schön. Ah, mach die Hand kaputt. Hauptsache nach oben drücken. Wo ist er denn? Halt's Maul, die knüppeln die Dingen. Wie ist jetzt der Erzgolem so schnell gestorben? Natürlich, du Arschgeige. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Jetzt hab ich die Kackwaffe dabei. Oh oh. Oh oh, jetzt wird's böse. Gut. Wisst ihr was? Leck mich, leck mich. Funktioniert eigentlich quasi gegen alles hier. Das Einzige, was zurückbleibt, ist wenigstens die Chance, einmal auch die Axt zu benutzen. Yay! Wobei ich jetzt natürlich nochmal... Ja, egal, komm. Wird er der Letzte sein. Meine, da kriegen wir natürlich auch keine EP für. Wenn wir die mit der Heiligen Axt töten, aber das ist eigentlich... Im Prinzip ist es egal. Also... Wir vermerken auf jeden Fall mal... Dingen mitnehmen, Untote vernichten. Bringt's hier schon mal extrem. Hab ich sehr unterschätzt. Und warum muss ich nicht, dass wir davon 40 Stück dabei haben? Die sind jetzt kein Thema. Kann man damit aber auch töten. Ja. Das haben wir immerhin rausfinden dürfen. Da geht's auch wieder hinten hoch. Hier liegen überall unsere... Von unseren Jungs und die Schwerter rum. Ansonsten will ich eigentlich nicht bei Nacht hier durch die Gegend rennen. Das heißt, ich gucke jetzt mal, ob da drin... Einigermaßen... Da lag noch ein Paladin-Schwert, oder? Das kann man gut verscherbeln. Da gucken wir gerade mal, ob da drinnen Licht ist einigermaßen in der Krypta. Und dann... Ja, ist es sogar. So, da kannst du auch wieder Freudiges erwarten. Bin ich jetzt wieder gespannt. Aber ziehen und Party hart. Vielleicht haben wir auch hier wieder ein paar Tränke. Du Wichsbolzen. Okay, der nimmt keinen Schaden von... Ah, er kommt näher. Jetzt ganz schnell Eisblock ausweichen. Und rein. Circa genau so. Nichts zu plündern. So. Hier ist nichts. Ja. Grab eines Paladin. Kelch und Geld. Ja, deswegen sollten wir hier eigentlich nicht her. Ich weiß. Manchmal liegen hier aber auch ein paar Sachen bei den Toten. Wahrscheinlich sind das hier die Waffenknechte der Paladine. Mietest du weiter in eine andere Richtung, oder was? Ah, du mich auch. Lässt sich nur von einer Seite öffnen. So, ein bisschen Gold. Immer ist ja schön ausgeleuchtet. Und manchmal sind ja hier an der Seite Tränke, deswegen mal nicht so schnell vorbeilaufen. So, und das ist jetzt Lord Sintrams Grab. Ach, fick die Hände, dafür brauche ich einen Schlüssel. Stimmt, da war ja was. Warnte mich vor den Untoten im Wald, auch bei der Krypta werden sich sehr wahrscheinlich mehrere von ihnen... Ja, das stimmt. Sean berichtet, dass er einst eine Rune besitzt, benutzt hat, um seine Privatgemächer zu gelangen. Diese Rune könnte in Lord Sintrams Sarg liegen. Der Sarg allerdings mit einem besonderen Schlüssel gesichert. Dieser wiederum soll sich in einer Truhe befinden, die in der Nähe des alten Steinkreises... Ach so, stimmt. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Da war ja was. Nun gut, haben wir wenigstens den Clown hier unten schon mal erledigt. Ich würde sagen, wir werden jetzt aber wieder zur, also zu der Hütte rennen. Bei Klaus.
und pennen dort, damit wieder Tag wird, weil ich habe hier keinen Bock im Dunkeln rumzueiern und den Untoten in die Arme zu rennen. Und außerdem sieht man auf YouTube deswegen nicht viel, deswegen macht das eigentlich auch Sinn, dass wir die Fackel in die Hand nehmen und zurücklaufen. Vielleicht finden wir noch ein paar Kräuter auf dem Weg oder vielleicht übersehene Gegner, ne? Das kann ja nicht schaden. Und vor allem kann es auch gut sein, dass dann noch ein Skelettkrieger da rumläuft. Also nicht hier in der Nähe, sondern da hinten bei der Krypta. Denn da in der Nähe der Erzgolems, als wir die das erste Mal wieder zur Krypta gelockt, also als wir die das erste Mal zur Krypta gelockt hatten, kam es mir eigentlich so vor, dass da zwei auf mich geschossen hätten und nur einer hat mich verfolgt. Sie können mal sehen, Feuer gerade übersehen, sowas aber auch. Da war sogar noch was. Jawohl, Waldbären. Wie gesagt, eigentlich soll ja dauerhaft dunkel sein. Aber das ist ungünstig für alle Beteiligten, deswegen pennen wir einfach eine Runde. Und dann sieht die Welt auch schon schöner aus. Auch wenn nur minimal, ja. Aber besser als gar nicht. Und sicherheitshalber, ich weiß jetzt nicht, ob sie da reagieren oder nicht. Das können wir übrigens mal schreiben. Ob die reagieren oder nicht, weil dann würde ich wieder die Ritter raus... Was war, liegt denn da? Ist das eine Rune? Tatsache. War von dem Skelettmagier, den wir umgebracht hatten. Moin Klaus, na alles fit? Und hier lässt es leben, ja? Ich meine, gut, ne? Fenster zumachen und gut ist. Kann keiner einem was, ne? Wird er eigentlich aggro, wenn ich in die Truhe gehe? Eigentlich ist er gar nicht seine, ne? Kann ihm ja quasi egal sein. Pfeile. Ist es immer sogar. Ja, ich glaube, generell gesellschaftliche Normen sind jetzt hier auch fehl am Platz. Ja. Da kann man mal Ausnahmen machen, ja, bei diesem Mega-Scharmützel. So, das erste, was wir tun werden, ist wieder Rüstung ändern. Und runterdopsen. So. Jetzt halten wir uns ein bisschen am Strand. Gehen dann da hinten hoch. Da dürfte ja auch der Steinkreis sein, wenn ich mich recht entsinne. Wie gesagt, ist ja schon länger her alles. Deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber werden wir ja sehen. Sieht halt echt brutal aus da oben, ne? Also ich meine, generell sieht die Burg schon cool aus. Aber wenn der Himmel komplett schwarz und verdunkelt ist. Krass. Bin halt schon mal viel da oben sind. Also ich glaube, deswegen, ich sollte alle Feuerregen hier unten verbraten. Ich glaube, da oben ist die Hölle richtig. Da ist die Kacke am Dampfen. Da oben. So, was ich vorhin meinte, auf dem Weg zurück. Hier hinten irgendwo, Moment. Also es könnte nur sein. Aber manchmal ist es natürlich so, die werden angelockt, man rennt weg und die rennen dann auch irgendwo in die Weltschicht rum. Aber nein, es scheint nicht so. Da habe ich mich vielleicht auch nur verguckt. Alter, war eine Pflanze. Können wir mitnehmen. Heilkräuter. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was arbeiten wieder. Wir haben so viel. Also das kann ich auch offscreen mal machen. Das Einzige, was ich brauche, ist ein Alchemietisch. Dann kann ich wieder ein paar Tränke herstellen. Das brauchen wir nämlich auf jeden Fall. Die Inkredenzen bringen uns nichts, wenn wir es einfach nur dabei haben. Da hinten ging es nirgendwo mehr lang, ne? Ich glaube, ich bin sogar einmal rund um die Insel drumrum geschwommen und habe wieder nichts entdeckt. Hier sind auch nur Waldbären oder was? Hajo, naja gut, was soll's. So, ach Gott. Hallo, Roland, geht da mal auf, danke. So, genau deswegen habe ich meinen Bogen gezückt. Weil ich wusste, dass hier was ist. Jetzt wird mit dem wieder Gefecht ausgetragen, ne? Wer die besseren Karten hat, ist wohl... Nein, du dealst dich jetzt nicht halt bloß die Fresse. Nein, du gehst drauf.
So. Die Knochenmagier haben gar nichts groß Wichtiges dabei. Warum haben die eigentlich rohes Fleisch und ein Brot dabei? Sind das doch nur Menschen? Oder waren das mal Menschen, eher gesagt? Na, was wollen die mit dem Brot? Essen oder was? Damit sie sich healen können? Das wäre schon zu menschlich für die. Was ich mir vor allem auch noch erhoffe hier oben, sind Drachenwurzeln, ach, da war ja ein Turm. Sind Drachenwurzeln und Co. Ne? Kronstöckel. Von mir ist auch so eine verkorkste Goblinbeere mir eigentlich Latte. So, jetzt mal Augen offen halten. Ein dämonischer Wolf. Ist kein Problem. Also ich kann schon verstehen, warum das Gefecht verloren wurde. Also das sind ja echt ziemlich viele Gegner. Da hatten die Insassen dann der Burg wenig Chancen. Allein was ich jetzt schon geknüppelt habe, wäre eng geworden für die. Wobei ich ja nicht weiß, wie viel hier noch gewesen ist. Weil ja anscheinend auch alles per Schlacht ausgetragen wurde. So, dann nehmen wir hier noch alles mit. Grundstücke bitte, nein, nur selber Kraut. Snapperkraut brauche ich auch nie. Könnte man mal benutzen, aber ich brauche es nie. So, die Folge wird jetzt beendet sein. Und zwar jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann. Da geht es dann weiter. Bis dahin. Tschüss.